Jetzt hier Free Your Slides. Ich möchte einfach mal aufzeigen, dass es noch andere Varianten gibt, um Präsentationsfolien zu erstellen. Da gibt es eine ganze Menge neue Sachen. Und zwar aus einem folgenden Grund heraus. Ich sehe immer mehr Leute verwenden, um ihre Präsentation im Web bereitzustellen, so eine Sache wie PDF, was nicht so 100% frei ist. Und noch schlimmer halt Prezi und Flash, wie Slideshare. Slideshare gibt es, glaube ich, zwar auch als HTML5, aber ich finde das nicht so toll, sondern mal über freie Software zu reden und das dann in einem Format bereitzustellen, was eigentlich wieder geschlossen ist. Deswegen möchte ich gerne, dass das so aussieht, also alles zack, weg in den Müll. Freie Formate, könnte man sagen, ja okay, wir haben ja jetzt hier mindestens zwei freie Offices und das Ganze macht uns happy. Mich jedenfalls nicht, ich hasse beide Offices. Aus verschiedenen Gründen. Einmal sind sie mir viel zu aufgebläht. Ich brauche mindestens 300 MB Festplattenplatz, um das zu installieren. Dann brauche ich das als Präsentationsprogramm auch noch auf dem Rechner oder ich nehme halt den Viewer mit. Also ich brauche wieder extra Software. Ist für mich persönlich nicht die absolute Lösung. Also ich bin nicht so der Fan von Offices. Ein weiteres Ding, was mich stört an Offices, ich sehe Präsentationen immer wieder, wo einfach mal das Bild genommen ist, als in der Ebene am tiefsten und dann liegt da drauf die Schrift und dann geht man mal kurz raus und verschiebt, ups, sein Bild, was man eigentlich als Hintergrund benutzt und dann fällt einem das auf in der Präsentation. Also irgendwo ist diese Software nicht wirklich so user- und benutzerfreundlich, als wie es sein müsste. Es müsste eigentlich viel einfacher sein, sag ich mal, einen Hintergrund zu tauschen oder so. Das sind alles so Sachen, die mich stören. Ja, was gibt es denn da für Alternativen? Alternativen, finden wir auf jeden Fall in Zukunftstechnologien aus dem Web, nämlich in HTML5, in CSS oder in SVG. Und da gibt es auch schon eine ganze Menge an Sachen, die da vorbereitet sind, wo man schöne Präsentationsfolien erstellen kann. Gucken wir uns erstmal ein paar aus dem Bereich HTML und CSS an, da gibt es eine ganze Menge. HTML5 Slide, Reveal.js, PIC6, CSSS, Shore, Slide, Deck.js kennen schon einige eigentlich. Also es sind alles so verschiedene Sachen, die ein bisschen auf JavaScript oder wie halt CSSS fast ausschließlich auf CSS3 beruhen. Mit denen kann man eine ganze Menge anstellen, haben alle ihre Vor- und ihre Nachteile. Wir gucken uns einfach mal an, was man mit einem von dieser Sache machen kann. Und zwar habe ich mir hier Impress JavaScript rausgesucht, nur um mal zu zeigen, was so drin ist. Sieht aus wie Prezi, ja. Ist aber nicht Prezi. Ja, also man sieht, man kann eine ganze Menge damit anstellen. Was mich allerdings dabei stört, der letzte Satz, man hat gesehen, you want to know more, look in the source, look. Ja. Und für einen normalen Endbenutzer, sage ich mal, ja, er möchte lieber nicht Source Code kämpfen. Ein anderes Problem, was ich da sehe, ich bereite viel meiner Präsentation grafisch auf, das heißt, ich habe relativ wenig Schriftinhalte. Also ich kann mit CSS ja zeichnen eigentlich, aber der Code wird dann sowas von unübersichtlich, dass ich das nicht gern haben möchte. Okay, wenn es für mich persönlich HTML5, CSS und JavaScript-Funktionalitäten nicht sind, was gäbe es denn noch? Da wäre SVG auch eigentlich eine Technologie, die schon ewig da ist, also SVG gibt es ja nur schon seit 11 Jahren. Ja. Mittlerweile kannst du sogar der Internet Explorer nativ sprechen, allerdings halt noch nicht im letzten Standard. Mal gucken, ob sie den nächsten Standard dann schon schneller implementieren. SVG, wie gesagt, sind skalierbare Vektorgrafiken und ein bisschen JavaScript oder andere Skriptsprachen dazu, kann ich schon eine ganze Menge anfangen. Zum Beispiel hier der Ball, der sich da dreht, das ist wirklich ein SVG, also der ist immer noch skalierbar. Der ist allerdings hier nicht mit JavaScript animiert, sondern mit Smile. Also mit SVG könnte man schon eine ganze Menge anfangen. Auch hier gibt es eine ganze Menge Projekte, die sich damit beschäftigen, sagen wir mal, Präsentationen zu bauen mit SVG. Da gibt es SVG Web, es gibt SVG Pan, Phantom.js,
Dizzy Canvas G und Sozi und Chassis Ink. Die Problematik hier bei den meisten ist, wenn ich etwas zeichne, dann möchte ich das gerne grafisch machen. Und die meisten Sachen hier sind einfach auch JavaScript-Bibliotheken und so. Und ich habe keinen Editor. Also es spricht ein Endbenutzer nicht wirklich an, der möchte gerne grafisch arbeiten und zeichnen sowieso. Es gibt allerdings eine Lösung und die beiden letztgenannten, nämlich Sozi und Chassis Ink, die haben was ganz Einfaches gemacht. Die haben sich die Killer-Applikation, was SVG betrifft, genommen und haben gesagt, das ist unser Editor und wir bringen nur noch unser JavaScript dazu und wir erzeugen damit Vortragsfolien. Und das ist genau die Lösung, die ich jetzt auch mal so kurz zeigen will. Was heißt kurz? Eigentlich den Rest des ganzen Vortrages mache ich das live. Ich produziere hier einfach Vortragsfolien, damit man sieht, was da geht. Und das ist schon eine ganze Menge und das führe ich jetzt einfach mal vor. Dafür muss ich mich dann allerdings setzen. Jetzt hast du die Pause. Also Chassis Ink ist standardmäßig seit der Version 0.46 von Inkscape enthalten, also schon eine ganze Weile. Vorher hat man die einfach installieren können. Das funktioniert genauso wie bei GIMP. Gibt es im entsprechenden Nutzerverzeichnis bzw. im systemweiten Verzeichnis gibt es ein Verzeichnis, das nennt sich Plugins. Dort hat man den Code einfach reinschmeißen müssen sozusagen. Es ist einfach nur ein bisschen Python. Und beim nächsten Neustart von Inkscape standen die Funktionalitäten zur Verfügung. Jetzt stehen sie gleich zur Verfügung. Man findet sie unter Erweiterungen und hier Chassis Ink. Der Unterschied zwischen Chassis Ink und Sozi ist einfach mal folgender. Chassis Ink kann zwei Arten von Präsentationen, nämlich die, die wir gewöhnt sind, so wie beim OpenOffice oder LibreOffice Impress, eine seitenbasierte Präsentation, wo immer eine Seite, Inhalt, weiter. Die zweite Variante ist eher die, die wir gesehen haben bei Impress, nämlich eine ansichtbasierte. Ich setze mir einfach Ansichten und an die wird dann herangefahren. Also ich kann hier auch die vollen Möglichkeiten von SVG ausnutzen, das heißt, ich kann in bestimmte Dinge reinzoomen. Während Sozi sich ausschließlich auf die zweite Variante fokussiert. Das heißt, ich kann dort nicht normale seitenbasierte Präsentationen machen, sondern nur ansichtsbasierte. Bei Chassis Ink hingegen kann ich beide sogar mixen. Also ich kann seitenbasierte Präsentationen machen mit Ausschnitten, wo ich in eben bestimmte Dinge hineinzoome. Ich habe das zum Beispiel vor 2 Jahren auf den Chemnitzer Linux-Tagen habe ich präsentiert, einen Release-Zeiger. Der war ein bisschen länger und kaum erkennbar auf einer Folie. Aber da ich einen Zoom habe, konnte ich dann in die entsprechenden Ausschnitte reinzoomen. Also damit geht schon mal eine ganze Menge. Wie geht das Ganze? Wir machen einfach erstmal eine seitenbasierte Präsentation. Dafür brauchen wir die Ebenen. Als allererstes stelle ich mir hier einfach mal pro forma eine Bildschirmauflösung ein. Da die wenigsten Beamer heute Widescreen sprechen, wird es natürlich eine normale sein. Ich mache mir immer den Rand im Vordergrund aus und schalte mir den Randschatten aus. Und dann fange ich einfach an. Ich zeichne mir hier meinen Hintergrund. Thank you.
So, das soll der Hintergrund meiner Präsentation werden. Sieht das dunkel aus auf dem Beamer. Und zwar speichere ich das Ganze jetzt mal in meinem Onkel. Und dann rufe ich das Ganze mal im Browser auf. Das ist natürlich jetzt blöde, weil das ist eine 1024er Auflösung. Normalerweise wäre das so, beim SVG fängt der Browser dann immer an, hier oben zu rendern, so weit wie eingestellt ist. Und das wäre die normale Größe. Man sieht es hier, ein bisschen größer ist es, obwohl es eine 1024er Auflösung ist. Hat er noch ein bisschen. Und darauf wende ich jetzt einfach mal die Erweiterung Jesse Ink an. Und zwar haben wir die hier unter Erweiterung Jesse Ink Installation Aktualisierung. Was in dem Moment hier passiert, ist nichts anderes, dass ein kleines Stück JavaScript dem SVG-Code hinzugefügt wird, der für zum Beispiel die Skalierung sorgt, aber auch ein paar bestimmte Dinge enthält, die wir dann für die nächsten Schritte brauchen. So, nachdem ich das durchgeführt habe, speichere ich das mal. Und dann gucken wir uns das Ganze nochmal im Browser an. Jetzt müssten zumindest die Scrollbalken verschwinden. Ja, also es wird halt kleiner skaliert hier. Ja, so einfach ist das erstmal schon mal, Präsentationsfolien zu erstellen. Was wir natürlich haben wollen, ist ein bisschen Komfort, genauso wie wir gewöhnt sind aus, sag ich mal, Impress oder anderen Office-Seiten. Zum Beispiel möchte ich das hier jetzt als Master-Ebene oder Master-Hintergrund, also ich möchte diesen Hintergrund gern auf jeder Folie haben. Wie mache ich das? Auch dazu rufe ich einfach hier unter Erweiterung Jesse Ink auf und sage hier Folien Master. Und dann muss ich mal schnell in den Ebenendialog gehen und das mal umbenennen. Wende das an und wenn ich hier die nächste Ebene anlege, ich schließe mir das Ganze mal, ich mache das hier auch aus, dass man das so sieht, und dann schreibe ich hier einfach mal etwas Text. Und dann gucken wir nochmal im Browser. Also man sieht, der Hintergrund wird auf jeder Folie jetzt verwendet. Selbst wenn ich etwas habe, was ihn teilweise verdeckt, das ist immer auf jeden Fall da, ohne dass ich ihn neu zeichnen muss. Also relativ einfach, einen Hintergrund zu erzeugen. Was hat Jesse Ink noch? Und zwar eine ganze Menge. Also wir machen mal noch eine Folie. Ich mache die mal zu und mache die mal aus. Dann schreibt man hier mehr Text. Also, wir können hier schon ganz normal zwischen unseren Folien hin und her schalten. Und was wir bei einer seitenbasierten Präsentation auf jeden Fall auch haben, ist eine Übersicht schon mal über unsere ganzen Seiten. Indem ich einfach I drücke, bekomme ich eine Übersicht und kann auch hier mit meiner Maus, ja, oder eben den Cursor-Tasten navigieren. Werden halt alle Seiten dargestellt, das wird automatisch erzeugt. Das ist schon mal nicht schlecht. Was brauchen wir noch? Wir brauchen zum Beispiel Übergänge, wollen die meisten haben. Also so ein bisschen Aha-Show-Effekt wollen die meisten haben. Auch hier kein Problem, gehen wir zu Jesse Ink, sagen Übergänge und wählen jetzt mal hier Slide 1. Ja, wir lassen es aufklappen, das Fenster, Slide 2. Und dann haben wir hier schon entsprechende Effekte, also auch das ist mit Jesse Ink möglich. Was ist noch möglich? Natürlich will ich das Ganze vielleicht auch mit Texten haben.
Auch das ist drin in Chassis Ink. Und zwar der Effekte. Auch das geht auf jeden Fall, also dass ich Texte einblenden kann. Was kann Chassis Ink an der Stelle noch? Und zwar kann ich mir Autotexte einfügen lassen. Jetzt muss ich mir mal den Hintergrund wieder anmachen, dass ich das sehe. Wie geht das? Ich füge ganz einfach an der entsprechenden Stelle, wo ich Autotext haben möchte, einen Buchstaben oder ein Zeichen ein. Das mache ich an der Stelle mal weiß, dass man es sieht. Und dann rufe ich hier wieder Chassis Ink auf und finde dort drei Möglichkeiten an Autotext, die ich einfügen kann. Und zwar kann ich einmal die Überschrift, also einen Folientitel. Für einen Folientitel nimmt er ganz einfach den Namen der Ebene. Ich kann die Foliennummer, das heißt die wievielte Folie in meiner Präsentation das ist, einblenden lassen. Oder die gesamte Anzahl der Folien. Wir lassen es mal auf Folientitel stehen. Also müsste jetzt Slide 2 stehen, wenn wir es im Browser angucken. Also man sieht es, auch Autotexte sind hier möglich. Mehr, sag ich mal, brauchen wir vom Prinzip schon mal gar nicht, um Präsentationen zu erstellen. Aus meiner Sicht heraus brauchst du Sozi nicht, weil ansichtsbasiert kann nur Chassis Ink. So. Viele wissen das bloß blöderweise nicht. Warum, weiß ich nicht. Ja. Das bisschen, was mehr kann bei ansichtsbasierten, das ist trivial. So, also. Du kannst die auf jeden Fall parallel installieren und parallel, na, nicht in einem File, ist klar. Ne? Aber parallel benutzen. So, sonst noch Fragen? Wie ich das Ganze entferne, ja, es ist auch hier unter Chassis Ink, einfach deinstallieren, entfernen, kommt ein Pop-up, wo ich auswählen kann, was ich entfernen will, die Übergänge, Autotexte, Ansichten und so weiter. Also ich würde mal sagen, schon mal relativ einfach gehalten die ganze Sache und für einen Benutzer relativ schnell zu erlernen und zu machen. Die entsprechende, also mal Information vom JavaScript, die steht ja in einem File drin. Also es wird dann halt alle die entsprechenden JavaScript-Funktionalitäten aus dem SVG entfernt für die ganze Folie. Dann sind alle Übergänge weg. Es ist nicht ein Übergang für eine Seite weg. Also. Gibt es eine Funktion, dass man mehr Aufzählungen miteinander machen kann? Oder kann man pro Zeile eigentlich? Ah ja, das wird immer wieder nachgefragt. Inkscape ist eigentlich ein Editor, der dafür geschrieben wurde, Grafiken fürs Web zu produzieren. Das ist kein Desktop-Publishing-Tool. Das heißt, diesbezüglich gibt es diese Funktionalitäten für Textverarbeitung wie Aufzählungszeichen, indem ich einfach Text eingebe und hier sage, das ist Aufzählung, gibt es nicht. Ist aber innerhalb von Inkscape ein ziemlich oft nachgefragtes Feature. Ich komme ohne Aufzählungszeichen aus. Wenn ich wirklich Aufzählung brauche, ist das, sage ich mal, kein Problem. Ich nehme einfach den Text, wir haben ja hier welchen. Den kann ich dank diesem Ausrichtungswerkzeug wunderbar ausrichten. Ja, den rutsche ich jetzt mal hoch. Dann können wir ruhig nochmal noch mehr Text hinschreiben, dass man das sieht. So, jetzt will ich hier den gleichen Abstand auch noch haben, nach unten. Brauche ein bisschen Platz. Verschiebe ich das ein Stück und dann zeichne ich mir einfach Kreise hin. Ja. Den Kreis brauche ich bloß einmal zeichnen, den kann ich genauso ausrichten wie den Text und damit bin ich eigentlich auch relativ schnell, was sag ich mal, Aufzählungszeichen betrifft. Ich kann auf jeden Fall auch Aufzählungen erzeugen, allerdings nicht hier mit dem Textwerkzeug. Kommen wir mal zu einer ansichtsbasierten Präsentation. Ich lösche mir dafür einfach mal alle meine Folien hier, braucht man nicht mehr. Und die hier öffne ich wieder. Rein technisch brauche ich hier die Seitenansicht überhaupt nicht, weil die interessiert hier nicht. Ich lasse trotzdem stehen, damit ich einfach mal eine Orientierung habe. Wozu kann ich ansichtsbasierte Präsentationen überhaupt oder generell verwenden? Ich habe vorhin schon mal einen Anwendungszweck genannt, nämlich ich habe etwas Größeres, was ich gerne präsentieren möchte. Und
damit komme ich immer in so bestimmte Bedrängnisse, meinetwegen im Netzwerkplan. Die können bei bestimmten Unternehmen schon eine Größe erreichen, die ich garantiert nicht auf eine Folie bekomme. Würde ich mit Impress oder ähnlichen arbeiten, müsste ich mir das Ganze dann, meistens habe ich es dann als PNG oder eine ähnliche Rastergrafik und dann fange ich an mit GIMP oder meinem Werkzeug der Wahl, halt das Ganze in die entsprechenden Ausschnitte zu zerlegen und dann mache ich das Folie für Folie. Ein anderer Anwendungszweck wäre, wir sitzen hier beieinander und machen ein großes Brainstorming. Da gibt es ja so schicke Boards, die nennen sich Smartboards, was auch nichts anderes ist wie ein Grafiktablett. Mit denen kann ich ja hier schön in Inkscape malen und nachher möchte ich gerne unsere Gedankengänge präsentieren. Und die Grafik wird auch etwas größer garantiert, weil wir ja wild zeichnen und da gucken wir gar nicht auf die Größe. Ja, bei den herkömmlichen, sag ich mal, Präsentationsprogrammen müsste ich halt anfangen, das Ganze zu zerlegen. Hier brauche ich das gar nicht. Ich habe dann halt einfach meine Grafik. Und dafür male ich mir hier einfach mal ein paar Elemente. Ich male einfach mal einen Stern mit 5 Elementen bloß. Den sollte ich natürlich eine Farbe geben. Und das sollte auch bei 100% stehen. So. Das soll so ein richtiger Stern sein. So ein Stern. Können wir nochmal einen Kreis. Und ein Viereck. Nochmal. Fünfeck. So, wie funktioniert das jetzt mit den ansichtsbasierten Präsentationen? Ich brauche einfach nur eine Ansicht und die gebe ich ihm einfach, indem ich mir etwas zeichne. Ich nehme an der Stelle immer Rechtecke und gebe denen einfach eine Umrandungsfarbe und nehme denen die Füllungsfarbe. Mache ich mal ein bisschen breiter. Sagen wir, 8 sieht man auf jeden Fall von hinten, oder? Ja. Sieht man. Und das kopiere ich mir an der Stelle einfach, indem ich STRG D drücke. Und dann kann ich das hier hinsetzen. 1 tue ich mal drehen, STRG D und spiegeln. Das setze ich hier hin. Und dann ich das mal flippen. So, also ich habe mir das alles so gezeichnet, wie ich das will und habe mir meine Rahmen drumherum gezogen und genau dieser Inhalt von dem, was innerhalb dieses Raums ist, wird mir nachher als Präsentationsinhalt gezeigt. Ich habe hier ein paar Mal hin und her geflippt auch, das gibt ein paar Effekte, dann an der Stelle dreht es nämlich auch in diese Richtung. Dann rufe ich mir einfach hier wieder Chessing auf, sage hier Ansicht. Und hier muss ich ein bisschen als Informatiker denken. Der fängt bei 0 an zu zählen und 0 ist die erste Ansicht. Das heißt, wenn ich hier den ersten Rahmen mit einer 1 belege, dann bekomme ich zuerst alles zu sehen. Ja. Will ich an der Stelle nicht. Ich will mit dem Stern anfangen. Dann sagen wir mal hier, zum Rechteck, zum Fünfeck, dann zum Kreis. Und dann gehen wir zum Viereck. So, und dann gucken wir uns das Ganze im Browser mal an. So, und dann sieht das Ganze so aus. Also, ups, hier schneidet es ein Stück ab. Ich sieht ein bisschen komisch jetzt aus, aber ich fliege dann halt wirklich an die entsprechende Stelle in meinem Dokument. Wie gesagt, ich kann hier durch Verdrehen der entsprechenden Ansichten auch solche Effekte erreichen, wie wir die bei Impress gesehen haben, bei dem entsprechenden JavaScript, bei dieser HTML-Variante. Also hier ist auch eine ganze Menge auf jeden Fall möglich. Ich kann beide Sachen miteinander verknüpfen.
Gibt es Fragen zu der Variante? Ja? Könnte man da vielleicht gerade mal sowas wie einen gekachelten Hintergrund über die komplette Fläche legen, damit wir die... Das können wir machen, das ist eine gute Idee. Dafür male ich mir einfach mal ein Viereck. Und so, Muster. Und wähle mir Schachbrett. So, und sage Ende. Damit liegt es ganz am Ende. Und dann gucken wir mal. Ja, es kommt halt auf die Größe an, der Rahmen, die ich gesetzt habe. So ungefähr ist meine Rahmenbreite. Und da von der Höhe mehr hat, zieht er das hier hoch. Man kann auch zwei Rahmen setzen, oder? Also einen großen Rahmen, dann wieder was anderes und das auch nochmal einen Rahmen. Kannst du auch machen, ja, auf jeden Fall. Also du kannst auch zwei Dinge gleichzeitig zeigen. Wenn du denen die gleiche ID gibst, werden die gleichzeitig gezeigt. So, allerdings ein bisschen komisch ist, zumindest bei der ansichtsbasierten Präsentation, aber es geht. Es gibt Folien, da mache ich sowas wie bei dem Impress mit Text, so eine Textspiele, und am Ende will ich einen gewissen Aha-Effekt haben. Das heißt, ich zoome dann raus und dann sehen die den ganzen Text und der ist in einem bestimmten Ort gestaltet. Also ich habe zum Beispiel schon eine Präsentation als QR-Code gemacht. Ja, also du siehst dann halt bloß bei den Ansichten, es wechselt die Farbe zwischen schwarzer Hintergrund, weiße Schrift und andersrum. Also du siehst, dass es sich immer ein bisschen dreht und dass es die Farben wechselt. Und dann gehe ich raus und man sieht den ganzen QR-Code, kann den fotografieren und da finde ich die Folie. Deswegen habe ich mir halt angewöhnt, dass ich nicht die Nullansicht verwende für die gesamte Folie. Was er machen würde, wenn ich die Null nicht setze. Also die erste Ansicht. Ich ziehe dann um alle halt nochmal einen Rahmen und setze da halt dann das letzte. Also du kannst auf jeden Fall mehrere setzen. Ich habe auch schon einige übereinander, weil zu einigen, wenn du zurückgehen willst, jetzt auf eine Ansicht. Ich habe zum Beispiel irgendwann mal eine Präsentation gemacht im Urkreis und bin halt immer wieder zur Mitte zurückgegangen. Und dann hast du dort so viele halt, wie du wollen hast. Generell skaliert er ja auf die entsprechende Bildschirmgröße. Ich sag mal so, es ist hier an der Stelle blöd, ein Muster zu verwenden als Hintergrund. Ein bisschen tricksen muss man schon. Also der skaliert das Bildschirmformat so groß wie er kann. Und das lässt immer hüben und drüben was frei, blöderweise. So, und nehmen wir die. Und wenn du meine siehst, da ist nichts mit Rand. Ja. Und das ist ganz einfach, ich verwende hier einfach nur ein Bild in der Mitte von der Folie und habe hier noch einen Farbverlauf dahinter und einfach die Dokumenteneinstellung setze ich hier den Hintergrund des Dokuments auf diese Farbe. So, das stellt er dann ganz genau, dann kannst du nochmal machen. Also das innerhalb von dem Rahmen jetzt hier, das tut er mir skalieren auf die entsprechende Größe, die da im Browser dargestellt werden kann auf dem Bildschirm. Und rechts und links würde er mir ja jetzt weiß lassen. Ja, also so würde das aussehen. Also das ist hier mein Dokumentenraum und links und rechts lasst ihr mir ja frei. Und da sage ich hier einfach in Dokumenteneinstellungen, halt, ich guck erstmal, was das für eine Farbe ist. So, und wenn ich das jetzt hier im Browser aufrufe, habe ich hier einen ganzen orangen Screen. Ja. Also es ist einfach. Also es sieht schon aus wie ein volles Bild.
Okay, sonst noch Fragen? Vom Prinzip her funktioniert Soti exakt genauso. Nur jetzt zum Beispiel so wie ich das gemacht habe, dass du dir erst alles zeichnest und dann alle Ansichten zeichnest und dann durchnummerierst, das funktioniert mit Soti nicht. Du bist bei Soti gezwungen, Ansicht zeichnen, nummerieren. Ansicht zeichnen, nummerieren. Also das ist so ein bisschen, also mir gefällt es nicht. Ich würde gerne, zeichne gerne meine Ansichten alle und dann tue ich die einfach nur durchnummerieren. Man hat es ja gesehen, ich habe einfach nur immer Zahl gewechselt, drauf gedrückt. Das geht schneller als, sage ich mal, dann jedes Mal bei Soti muss ich dann wieder den Dialog schließen, Ansicht zeichnen, Dialog aufmalen, alles reintippen. Also ist nicht so ganz so toll. Also so sieht dann, sag ich mal, so eine Textpräsentation aus mit, ja, und jetzt ist er rausgezoomt, also Soti funktioniert vom Prinzip her genauso wie Jesse Inc.